Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr zusammen mit uns, der Hamburger ICAN-Gruppe, und ICAN, das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die das Atomwaffenverbot fordert, aber auch mit vielen anderen Hamburger Friedensgruppen und vor allem mit ganz vielen einzelnen Personen in den letzten 2 Jahren unzählige Gespräche geführt habt mit Bürgerschaftsabgeordneten, die dazu geführt haben, dass die Bürgerschaft auf ihrer letzten Sitzung in der letzten Legislaturperiode am 12. Februar dem ICAN-Städteappell beigetreten ist, und zwar mit den Stimmen aller Fraktionen außer der FDP und der AfD. Der Beschluss lautet: Als Abgeordnete wirken wir auf die Unterzeichnung und die Ratifizierung des Vertrags für ein Verbot von Atomwaffen hin, da wir die Abschaffung von Atomwaffen als hohes globales öffentliches Gut begreifen und als einen wesentlichen Schritt zur Förderung der Sicherheit und des Wohles aller Völker. Die Bürgerschaft teilt die tiefe Sorge über die katastrophalen humanitären Auswirkungen jeglichen Gebrauchs von Atomwaffen und erkennt die dringende Notwendigkeit an, diese unmenschlichen und abscheulichen Waffen zu vernichten. Auch das, was wir für unvorstellbar halten, kann jederzeit passieren. Solange es Atomwaffen und alle Art von Massenvernichtungswaffen gibt, besteht immer die Gefahr ihres Einsatzes. Und wir haben doch aus der Geschichte gelernt, dass Konformität mit der herrschenden Macht und das Fehlen von selbstständigen Handeln zu den grausamen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen führen kann. Wenn Heiko Maas jetzt sagt, wir Deutsche dürfen nie wieder einen Sonderweg gehen, denn man hat ja gesehen, wohin das führt, und damit meint er, dass Deutschland nicht dem Vertrag über das Verbot von Atomwaffen beitreten kann, sondern dass Deutschland sich stattdessen den sogenannten Partnern, das heißt den strategischen Verbündeten in USA und NATO, anschließen soll, die für ihre Sicherheit auf Atomwaffen setzen, den Atomwaffenverbotsvertrag blockieren und alle aufrüsten, dann müssen wir ihm ganz deutlich widersprechen. Das ist der Atomwaffenverbotsvertrag, der der Ausdruck des demokratischen Willens der ganz großen Mehrheit der Staatengemeinschaft ist, die sich nicht länger tagtäglich von wenigen Ländern mit Vernichtung bedrohen lassen wollen. Die Atomwaffenstaaten sind es, die im Namen der Macht die Menschheit mit Angst und Tod und Vernichtung bedrohen, und das ist der Sonderweg, den wir verlassen müssen.